Hier meldet sich der Signal Iduna Park. Am Mikrofon Manni Breukmann und Frank Buschmann. Also diese beiden, Frank, gleich geht's los, übrigens, sind absolut gleich. Ja, also ich würde hier keinen Favoriten benennen wollen. Alles möglich. So, jetzt genug geredet, genug spekuliert. Nun wird hier Fußball gespielt. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Ja, so kann es weitergehen. Und der Angriff wurde gestoppt. Der Schiedsrichter zögert überhaupt nicht. Gelbe Karte. Sie sehen, wo er einwirft, also wenn er weit werfen kann. Hummels, Götze, Lojikowski bewegt den Ball. Da freut sich der Trainer. Und das macht er richtig gut. Klasse Zuspiel. Ja, das muss Ecke geben für den BVB. Die gibt's auch. Sie wirkt das souveräner, aber die hätte bei sich verarbeitet. Erneut eine Ecke. Den hat er soeben klären können. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen. Ja, sind wir denn beim Holzhacker-Festival? Was macht er denn da? Der kann nicht weiterspielen, der andere. Nee, und das ist ja Körperverletzung, was wir da gesehen haben. Also was für ein Einsteigen. Und der Trainer bereitet hier eine Auswechslung vor. Sicher in der Ballbehandlung. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und der kommt genau an. Julio Baptista. Das sieht gut aus. Und die Abwehr aufmerksam. Hummels. Die verstehen sich blind. Lewandowski. Marco Reus. Ein Stürmer, wie er sein muss. Ganz wenige Chancen nur für seine Tore. Ja, der Pass kommt. Schuss und versucht's per Kopf. Und was für ein Tor! Er spielt mit Köpfchen. Der macht einen Kopfball wie gemacht. Für den Torhüter geht da gar nichts. Ja, was soll man da in der Verteidigung machen? Vielleicht zwei, drei Basketballer verpflichten, so hoch wie der springt.
Ein sensationelles Tor. Julio Baptista. Joaquin. Jetzt könnte es... Ja, will er aus dieser Distanz etwa ein Tor schießen? Ja, damit hat er kein Problem. De Michelis. Joaquin. Jetzt nicht den Ausgleich. Wenn ich das mal wüsste, den muss er machen. Den muss er. Piszczek. Götze. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Und da kommt der Gegner an den Ball und bringt diesen Angriff erstmal zum Erliegen. Bender. Łażikowski bewegt den Ball. Piszczek. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Einwurf geben. Joaquin. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Roque Santa Cruz. Ja, da kommt was auf uns zu. Jetzt sind die Angreifer auf der Suche nach einer Lücke in der Abwehr. Ein wunderschönes Zuspiel. Das haben wir durchaus schon souveräner gesehen, aber der Ball ist weg. Ball im Seitenaus, Einwurf. Gutes Stellungsspiel hinten in der Abwehr, auch bei diesem Flankenball. Lewandowski. Gut abgefangen hat er da den Ball. Marco Reus. Götze. Peter attackiert. So sieht ein Pass aus. Dafür kennt man ihn. Aus der Distanz. Da kann er gut schießen. Und da fragen sich viele Fans, was machen die eigentlich, wenn die trainieren? Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Da, gute Torchance! Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Julio Baptista. Ein so hohes und breites Tor und ganz so weit daneben. Gucken wir uns mal die Ballbesitzstatistik an. Joaquin. Ein sehr schöner Pass. Wunderschöne Traumkombination. Das ist es! Klasse geklärt, ganz toll. Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten. Eine knappe Pausenführung, 1:0 nach 45 Minuten. Wenn hier eine Mannschaft führt zur Pause, so ist das nach dem Spielverlauf längst keine Hochrechnung auf den Endstand. Alles andere als eine Vorentscheidung. Viel zu ausgeglichen. Das wird noch eine richtig spannende Angelegenheit.
Der Schiedsrichter pfeift die Partie an. Die zweite Halbzeit läuft. Bender. Piszczek. Ja, so kann es weitergehen. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Guck mal hin! Tja, für sowas sagt der Torwart Dankeschön. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Roque Santa Cruz. Da freut sich der Trainer. Und das macht er richtig gut. Oh! Der Abwehrspieler blockiert den Ball. Da wird zum Eckball geklärt. Ein starkes Defensivverhalten. Da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Sicher in der Ballbahn. Und der Ball prallt von ihm ab und landet im Aus. Und der Ball fliegt ins Aus. Es gibt Abstoß vom Tor. Lewandowski. Joaquin. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Und der kommt genau an. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Ja! Ja, abgeblockt. Eckball. Können die da was draus machen? Eigentlich muss er jetzt nur noch dafür sorgen, dass seine Mannschaft die Führung nach Hause bringt. Ein frischer Mann soll mit dazu beitragen. Das sieht gut aus. Und der Angriff wurde gestoppt. Gibt Einwurf. Klasse hat er das gemacht, der Abwehrspieler. Mario Götze. Götze. Bei diesem Kombinationsspiel hat man das Gefühl, der Gegner kommt überhaupt nicht ran. Und Achtung, genau hingeschaut. Gut abgeblockt, die Flanke. Sie sehen, wo er einwirft, also wenn er weit werfen kann. Mario Götze. Schöner Pass. Ja, das muss Ecke geben für den BVB. Die gibt's auch. Jetzt wechselt der Trainer einen frischen Spieler ein. Er versucht, die Führung über die Zeit zu bringen. Joaquin. Pass in die Spitze. Schön, das öffnet das Spiel, aber er muss ankommen. Mario Götze. Stark gemacht. Souverän geklärt.
Piszczek. Götze. Łożykowski bewegt den Ball. Ein wunderschönes Zuspiel. Oh! Der Ball war im Tor aus, Ecke für Borussia Dortmund. Eigentlich kann der Trainer ja zufrieden sein, aber vielleicht hilft der neue Mann jetzt dabei, die Führung zu verteidigen. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Und der Treff! Ein Tor! Klasse Tor, ein Traumtor, ein irres Tor, ein sensationelles Tor. Der Eckball ist schon schön, aber das Tor hier, das ist noch schöner. Da hat kein Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Er spielt den Ball auf die Außenposition. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Jetzt ist er. Und erstmal nur abgewehrt. Das schafft er nicht alleine. Und sie helfen ihm. Klare Sache. Freistoß. So sieht ein Pass aus. Klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Ein sehr schöner Pass. Ein toller Pass, das könnte gefährlich werden. Auwei, der schlägt die Flanke genau auf den Verteidiger. Ja, es gibt Einwurf. Und da unten steht schon einer bereit, der gleich in die Partie kommen wird. Marco Reus. Ja, so kann es weitergehen. Joaquin. De Michelis. Joaquin. Roque Santa Cruz. Da freut sich der Trainer. Und das macht er richtig gut. Kann er sich den Ball holen? Sicher in der Ballbehandlung. Klasse, wie er den reingebracht hat. Das muss doch Elfmeter geben und es gibt Elfmeter. Ganz große Torwartkunst, Elfmeter gehalten. Ja, und da hat er den Schützen meiner Meinung nach sogar irritiert. Das gibt's doch gar nicht. Unfassbar, der ist unschlagbar heute. Schmelzer. Lewandowski. Marco Reus. Der Sieger der Partie, Borussia Dortmund. Manchmal ist ja das Ballyhoo vor dem Derby das allergrößte. Aber diesmal, da ging es auf dem Platz so richtig rund. Ja, wunderbares Derby, überhaupt keine Frage. Und wer das gewinnt, das ist ja immer so, der zehrt davon, bis man sich wieder sieht. Es war spannend, es war hochklassig. Ich denke, Sie haben genauso viel Spaß bei diesem Spiel gehabt wie ich. Manni Breukmann sagt Tschüss, bis die Tage.